Süchen. Das ist alles an. Wunderbar. Nee, erstmal hier. Abholen. Genau. Hey. Ich bin als einziger online. Cool. Cool, cool. Jetzt muss ich erstmal mit der Tastatur wieder klarkommen hier. Rumschuh. Kann ich den verkaufen? Nö. Schade. Ich dachte. Wo waren wir denn stehen geblieben? Besiege die korrupte Bestie. Ja, nee. Ganz ehrlich. Da brauche ich sowieso Hilfe. Shadow of Raven. Revan. Das machen wir heute. Was ist das? Landefeuer. Zu meinem Schiff. Erstmal zu meinem Schiff. Bam, badadam, bam, 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 bam. Okay, da sind wir schon am Schiff. Schließe geschmiedete Bündnisse Teil 1 ab. Bündnisse 1 spricht mit Colonel Darok. Oh mein Gott. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Aktueller Aufenthaltsort. Republikanische Flotte. Na dann. Lass mal flatterdatschen. Und wir sind da. Süchen. Shadow of Revan machen wir jetzt. Heute mal kein Landebild, wie wir hier ankommen. Das ist ja mal. Wow. Oh, ich habe 4 Nachrichten. Richtige Taste drücken und so. Wo müssen wir hin? Zum Haupthangar. Da ist erstmal ein Briefkasten. Da gucken wir mal rein. Kira Carson. Ali, was? Ali Krieger, mein Bruder, der Private, was? Ja, gib mal her. Was? Schlüpfrige Gerüchte? Ich habe gerade. Was ist denn das? Das will ich haben. Ich habe gerade wilde Gerüchte über Meisterin Satil gehört und muss sie euch mitteilen. Wusstet ihr, dass einige Leute glauben, dass sie ein Kind hat? Ich denke mir das nicht aus. Es gibt wirklich Leute, die davon überzeugt sind, dass die Großmeisterin des Jedi-Ordens die Regeln gebrochen hat und eine Bindung eingegangen ist. Dazu kommen auch wilde Verschwörungstheorien. Angeblich sei es ein Junge, der insgeheim von einem ihrer alten Lehrmeister ausgebildet wurde und nun als SID-Agent arbeitet. Lächerlich, oder? Ja, knappe Sache. Irgendein Meister auf Typhon hat mich gestern kontaktiert, dass ich dorthin zurückkehren und Padawan ausbilden soll. Scheinbar wird das von uns erwartet, nachdem wir ein paar Monate in der Galaxis gekämpft haben. Ja, ich bin gerade über ein... Und das? Genau, okay. Ihr... Was? Moment.
Ich bin gerade über ein altes Holobild von einer Sicherheitskamera gestolpert, als wir das erste Mal zusammengearbeitet haben. Ich muss sagen, dass Jedi-Rom nicht besonders schmeichelhaft aussehen. Mein Hintern sieht da drin aus wie ein Dantooine-Kugelfrucht. Ihr seht jedoch ziemlich gut aus. Ihr seht immer gut aus. Oh, ich habe es euch nie verraten, aber ich habe mich schon damals in euch verliebt. Oh, Akira! Böser Jedi, ich weiß. Ich habe nie geglaubt, dass es eine Chance für uns gäbe, aber so bin ich halt. Eine kleine Pessimistin. Manchmal ist es schön, wenn man falsch liegt. Ich freue mich auf etwas Zeit mit euch allein. Meint ihr, wir können die anderen überreden, die Nacht zur Abwechslung auf der Planetenoberfläche zu verbringen? Hi, Darko. Geil. Geil. So, was war denn das jetzt alles, was ich gekriegt habe? Relikt einer verlorenen Kultur? Siegelring des alten Tion? Seite aus Gnosturals Tagebuch. Ah ja. Überreicht einem Gefährt ein Geschenk und ein Einfluss. Ja. Sorry, ich musste gerade ein Liebesgeständnis von Kira durch vorlesen. Ich krieg Liebesbriefe von ihr. Und diverse andere Post mit Geschenken. Ja. Ich habe ja mit ihr eine Bindung und wir wollen ein Kind und zusammenziehen und Rabimmel, Rabammel, Rabum machen. Ja. Da ist er doch schon. Kann ich dir ein Geschenk geben? Kleiner Einfluss, mittlerer Einfluss, mittlerer Einfluss. Ach komm. Hier für dich. Danke. Hier für dich. Das nenne ich mal ein Geschenk. Ich weiß, Baby. Und das kriegst du auch noch. Danke. Na dann. Storybereich. Colonel Darok. Staffel Blau nähert sich Korriban mit voller Geschwindigkeit. Bombardierung erfolgt auf das Signal Aurek. Danach sichert die erste Fährenwelle die Landezone. Und danach kommt die zweite Welle. Perfekt geplant. Ihr wollt tatsächlich Korriban angreifen? Jo. Ja, und ihr spielt dabei eine entscheidende Rolle. Was? Das ist Colonel Darok. Er hat bei der Operation das Kommando. Ich bin Teron Shan, SID. Wir haben über Holo gesprochen. Warte mal, was? Der heißt Shan? Shan, würde ich das eher aussprechen. Nee, Shan hat er gesagt. Ist das etwa das geheimnisvolle Kind von unserer Jedi-Hochmeisterin? Ich habe nämlich von Akira einen Brief gekriegt, wo drinne steht, dass Gerüchte umgehen, dass unsere Jedi-Großmeisterin ein Kind hat. Der beim SID arbeitet und der Teron Shan hat erstens den gleichen Nachnamen und arbeitet beim SID. Oh. Shan, der Name kommt mir bekannt vor. Seid ihr mit der Jedi-Großmeisterin Satil Shan verwandt? Darum will ich schon lange einen Codenamen. Wir sind nicht hier, um über Familienstammbäume zu reden. Aha. Die Zeit ist knapp. Unser Ziel ist die Sith-Akademie. Genauer gesagt, die Datenbanken in den Gemächern des Rats der Sith in der oberen Ebene. Mit den Informationen, die diese Datenbanken enthalten, könnten wir den Krieg gewinnen. Sobald die erste Angriffswelle eine Landezone gesichert hat, ist es eure Aufgabe, die Daten zu beschaffen. Und wenn wir die Daten haben, was passiert dann? Ihr verschwindet und begebt euch wieder hierher. Mein Partner, Commander Jensen, wird zurückbleiben und sich um Sekundärziele kümmern, sofern es die Zeit erlaubt. Die Akademie angreifen, die Daten besorgen und fliehen. Wann geht es los? Sofort! Ihr müsst uns nicht erzählen, wie schwierig das ist. Die Sith-Akademie ist einer der bestgesicherten Orte der ganzen Galaxis. Aber wenn wir Erfolg haben, können wir mehr über die Pläne des Imperiums erfahren als durch alle SID-Operationen der letzten 10 Jahre zusammen. Unsere Truppen sind bereit. Der Sieg der Republik hängt von euch ab. Dann mache ich mich sofort auf den Weg. Möge die Macht mit uns sein. Viel Glück. Ich will jetzt wissen, ob das das Kind von der ist. Weil dann kann ich und Kira und Kira und ich und neues Baby und Herrscher der Galaxis machen. Oh. Da lang.
sprinte da einfach an mir vorbei. Ja. Du bist doch von normalen, sterblichen Menschen ein Kind mit der Macht. Ich mach ein Kind, das ist übermächtig. Ja, willst du das? Das wird dir irgendwann abmorksen, Pech gehabt. Nee. Zur Sith-Akademie zu gelangen. Welle 1 konnte die Imperialen bereits etwas aufmischen, aber es ist noch genug für euch übrig. Viel Glück. Ja, möchte schon sein. Ich will alles töten, was mir in den Weg kommt. Jedi, Sith, Darko. Muss ich dort echt durch das blaue Gedöns jetzt? Nee. Ich muss da lang. Huch, was rennt hier rum? Ach, das ist Kira. Okay. Okay, hier runter. Miau, miau, miau. Hallöchen, meine Freunde! Ich bin ein Jedi und ihr seid nix. Ich bin ein Jedi, holt mich hier raus. Ich sollte vielleicht auf den Monitor gucken und nicht aus dem Fenster. Warum hast du Falschen gekillt? Nö. Aber ich stand gerade vor ihm und hab nichts gemacht. So, was? Besiege die Bodentruppenkommandanten. Fertig. 0 von 4 hab gewonnen. Da, Bodentruppenkommandant, okay. Miau. Hallo, stupst du? Geht doch. Ach, Kira weiß. Nee, genau. Kira weißt was? Du gehst mal auf Schaden. Du sollst Padawan ausbilden, du kannst auch Sith töten. Los! Zeig mir, was du drauf hast, Baby. Kira, mach weiter, ich warte, bis ich wieder aufgetaucht bin. Nein, ich war eingefroren gerade und. Ich mach gar nichts, ich guck einfach zu. Ich hol den Loot. Das reicht mir aus. Süßchen, Hallöchen. Ey, bleibst du mal hier und. Nö. Mega Sünd, renn einfach weg, ey. Was ist denn da oben? Ein Tukata. Gibt's da irgendwas Besonderes? Ich habe aber Korriban anders in Erinnerung. Aufgeräumter. Wow. Krieg verursacht ein bisschen Chaos und Müll. Nö, eigentlich nur Leichen, wenn man es gut anstellt. Hast du das jemals erlebt, dass sie es gut angestellt haben? Ja. Der Krieg zwischen mir und meiner Bettdecke geht immer gut aus. Ich gewinne. warte mal. Hier, den da anvisieren. Danke. Böchen und Böchen und tot.
Oh, ich habe schon 3 von 4 besiegt. Fetzt. Und hier mit gelbe Lichtschwert aus. Das ist Sif. Schwächlinge. Seid wohl die Pflichten, Rotes zu tragen, hä? Oh, das könnte ich auch mal wieder einsetzen. Obwohl, selbst Tempelwachen hatten auch immer gelbe Lichtschwerter, genau wie die bei den Jedi. Echt? Ja. Nie drauf geachtet. Nie drauf geachtet. Besiege Lord Renning. Der ist ja fett. Dass der sich überhaupt bewegen kann. Hallo? Bleibst du hier? Ja, komm, dein Blitzdings, das interessiert mich nur, das macht gar nichts. Doch, der nimmt Schaden. Ich möchte sagen. Lass es mal auf die Viecher zu rufen. Und. Alter, der hält was aus. Da, wieder taufrisch. So. Tot. Imperiale Verteidiger haben eine Barrikade vor uns errichtet. Es bleibt keine Zeit, sie zu umgehen. Der Kampf? Sie durchbrechen. Ja. Der hat ganz schön was ausgehalten. Weiter so. Was? Ach, Fahrstuhlfahrt. Yeah. Robotti ist heile, Kira ist heile, ich bin heile. Schön. Gefährten wiederbeleben. Einheit. Die Macht vereint dich und deinen Gefährten, wodurch ihr beide 15 Sekunden lang 50% weniger Schaden erleidet. Erfordert einen aktiven Gefährten. Kira, bist du aktiv oder passiv? Nur Geübte wissen, was ich meine. Hä? Noch weiter höher? Ach, hier. Hallo. Aktivier doch mal das Fass. Meine Güte. Geht doch. So schnell stirbt niemand. Gibt noch einer? Ja. Jetzt nicht mehr. Wie ist der Pickel? Leutnant Pickel. Bitte, ihr müsst uns hier rausholen. Es tut mir wirklich leid, aber wegen euch sind wir nicht hier. Verhaltet euch einfach unauffällig, ja? Was geht hier vor sich? Sklaven, in keiner guten Verfassung. Ich wünschte, wir könnten was für sie tun. Aber die Operation hat klare Ziele. Wenn wir ihnen helfen, gefährden wir die ganze Mission. Wir können sie nicht zurücklassen. Tut, was immer nötig ist, aber holt sie da raus. Wie ihr meint. Danke. Ich danke euch. So, und was war jetzt missionsgefährdend? Du brauchst so schön ausschalten, du Pickel! Mann, Mann, Mann! Ey, Leute gibt's! Nee! Hi! Thank you.
hab ich jetzt angeknallt, Lena. Komm, ich schwing. Ich steh auf Eck. So, los, Kira, du bist jetzt stärker geworden. Oh nee. Nee, 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 nee. Was ist denn los? Da ist wieder einer mit Riesenstern, also da wieder so ein ewig langer Kampf. Ja. Dann wollen wir mal. Ja, macht das schon, okay. Schnell stirbt niemand. Ach, da so ein fetter Druide. Jupp. Da ist noch so ein Druide mit Sternen. Wir sind ein paar mehr mit Sterne tatsächlich. Aber du meinst bestimmt I5T1. Ist der das überhaupt? Yep. I5T1. Na dann. Geronimo! Bei mir geht der recht zügig down. Hat nur noch 71%. Keine Ahnung, wie viel er hat. Ich hab ihn gar nicht gesehen. Ich hab mir ein Stimpack reingeballert. So. Ich hab keine Lust, was mit. Warte. 1, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 0. Keine Sorge. Ich hab mir ein Stimpack reingeballert. Ah, okay. Ich hatte noch von letzten Planeten, wo ich nicht weiterkomme, ein Stimpack übrig. Oder 3. Ich hab noch so viele von den Dingern. Das da. Ne, das waren so direkt für den Planeten welche, die ich mir dort geholt hab. Auf den oberen Ebenen. Ihr benötigt Zugang zum Hauptaufzug, um sie zu erreichen. Oh, ihr warte mal. Den geh ich jetzt aus dem Weg. Bereich. Rechnet mit Och, kannst du gar nicht aus dem Weg gehen. Schweinerei. Wenigstens hast du genau das versucht, was ich versucht habe. Ach komm, kleiner Pümmelklatscher. Huch. Hallo, bleibst du jetzt mal? Was hast du davon? Rennst du weg? Rennt und fliegt mir nicht Schwert hinterher. Nö. Nö, nicht mit mir. Ah, die hätten Korriban ruhig mal aufräumen können. Mal ganz ehrlich, ne? Das ist doch. Das ist nicht gastfreundlich. Ja, echt. Also, da brauchen Sie sich nicht wundern, dass ich das Lichtschwert zücke. Ich bin in eine Sackgasse gelaufen. Genauso denn Ihre Haustiere, die rotzen ihn einfach an. Das kann doch nicht sein. Mann, ey. Keine Erziehung genossen, die Tiere hier.
Das ist ein Sterben. Da haben sie halt Pech gehabt, die Tierchen. Natürlich muss der wieder wegrennen. So. Sollte vielleicht mal rauskommen, sieht man mehr. Schön, dann wo ich gerade. Hallo, ich würde gerne was machen und. Hinzufügen, dass es viel zu viele rote Lichtschwerter sind. Ich weiß nicht mehr, welcher meiner ist und welcher die Gegner sind. Deswegen habe ich ein grünes. Ich bin bei dem Kollegen geblieben. Ach, hier aber bei dem Gefährt? Yep. Ja, ne, da habe ich Kira. Mein Hasi-Pupsi. Der hat ja wegen mir ein Disziplinarverfahren am Hals, also. Warum? Ich hatte dir in der Story angeschwärzt wegen der Liebesaffäre. Ernsthaft? Was bist denn du für ein Jedi, also? Ja, ich bin auch ein Jedi. Keiner, der vorgibt, ein Jedi zu sein und hinterrücks jeden rum. Selbst Obi-Wan war verliebt. Und da ist nichts passiert. Du bist voll der Ehen. Verliebt sein? Du bist voll der Ehen und 30er im Star Wars Universum. Thank you.
Hey, der eine Typ, sie nimmt ja noch. Ich höre einen Holokron. Ich... Da oben ist es. Da liegen ganz schön viele rum. Hallo? Hä? Das ist Deko. Nein! Das macht auch die Geräusche! Das kann ja auch gut ein Holocron sein, aber in einem Flashpoint kannst du eigentlich keine Holocrons bekommen. Also auf Korriban gibt. Oder es ist für Sif. Aber wie soll, warum sollte man sonst hier reinkommen können? Komme ich da hoch? Jetzt bin ich runtergeplumpst. Hä, hey, wieso sollte man sonst hier reinrennen können? Das ist ja dumm. Ich will das haben. Gib mir das. Oder ist das da oben? Nein, nicht runterrutschen, nicht runterrutschen. Hol dir das Codefragment. Ah ja. Hä, aber da. Nee, was? Hä, bin ich jetzt total bescheuert? Hä, was will ich denn hier? Ich kann hier drinnen gar nichts machen. Das lotst mich nach draußen. Wieder mal. Jo. Du hast hier drin nur Leute geklatscht, die irgendeine Karte darin hatten. Nee. Halt uns auch wieder rein. Nee, hier ist Kastus. Der Kaktus muss jetzt sterben. Da ist er tot. Was ist das? Rotes Licht und Waffen. Wow. Da oben war ich schon. Da hinten ist irgendeine verschlossene Tür. Hier ist Ragate. Alte Hexe. Da war Ragate, die alte Hexe. Die sind alle hier drinnen. Aber wieso lotst ihr in der Flashpoint raus? Hä? Muss man nicht verstehen, oder? Ey, Hexer, zeig mir mal ein Kunststück. Los. Ich will sehen, wie du dich Luft auflöst. Boah, das kann so gut. Also, wow. Beide beherrschen den gleichen Trick. Hm.
So, der ist auch down. Na dann, gehen wir mal. War das die Tür? Nee. Das da oben müsste sie gewesen sein. Yo. Nimm den Aufzug, aber immer doch. Muss ich nicht laufen. Bin ich jetzt und? Ah, jetzt. Betritt die Gemächer des Rates der Sith. Weil die das ihre dreckige Unterwäsche haben liegen lassen. Hallo, Ike, stehst du auf? Hallo? Plätze. Nur die größten Sith dürfen diese Gemächer betreten. Ja. Schon allein eure Anwesenheit beschmutzt unsere ganze Geschichte. Dachtet ihr, ihr könntet in die Gemächer des Rats der Sith eindringen, ohne dafür bestraft zu werden? Ihr könntet unsere großen Errungenschaften einfach stehlen? Redet ihr mit all euren Besuchern so? Kein Wunder, dass ihr hier ganz allein seid. Scherze sind eine schlechte Waffe in diesem Kampf. Ihr werdet hier sterben. Ich glaube nicht. Das da. Werft euch. Das ist der einzige das Weg. Das da. Eure Schläge sind schwach. Wie von einem Kind. Aha, deswegen habe ich 100% Leben und du 68, weil meine Schläge so schwach sind. Ja, ist klar. Ich habe gegen Trainingsdroiden gekämpft, die besser waren. Lass mich los. Die Macht der dunklen Seite ist unendlich. Pass mal auf, na, jetzt zeige ich dir mal, was Macht ist. Du bist nämlich so feige und holst Droiden dazu, die ihn hinterrücks abschießen. Nein, die nicht mit mir. Die größten Sith dürfen diese Gemächer betreten. Unterwerft euch. Das ist der einzige Weg. Warum kämpft ihr, wenn ihr nicht gewinnen könnt? Werdet Zeuge wahrer Stärke. Bla bla. Die Macht der dunklen Seite ist unendlich. Deine Macht ist mir kackegal. Aber ich könnte Mittagspause, wenn da eins so rum sind, oder? Ich bin im Kampf, ich verstehe nichts. Nein. Unmöglich. So, doch möglich.
Was wolltest du jetzt? Ich wollte nur anmerken, dass das eine schöne Mittagspause ist, wenn da einen so hochhebt, oder? Boah. Wo geht's hier raus? Ich muss erst mal ganz kurz gucken. Ich habe ein Inventar voll Sachen. 75. Das muss ich mal alles durchgucken später. Modifier. Ja, ich hab. Alter, wie viel Modifier hab ich denn? Die sind tatsächlich besser im Angriff. Aber Präzision geht flöten. Ne. Behalte ich über das an, was ich habe. Außerdem habe ich schon die Armschienen und die Dings. Das ist ja langweilig. Gib mir mal noch das andere Zeug davon alles. Nein. Die Vision. Kann es schon soweit sein? Natürlich. Ihr seid es nicht, der mich tötet. Ihr habt nur den Weg für ihn geebnet. Ich nehme mein Schicksal mit Freuden an, Jedi. Der alte Mann hatte recht, was mich angeht. Ob das auch für euch gilt? Ein Mitglied des Rats der Sith hätte ein wertvoller Gefangener sein können. Ein Jammer. Wie verlasse ich einen Flashpoint? Moment. Er konnte sich kaum bewegen und ihr streckt ihn nieder? Es ist nicht unser Weg, Jensen. Er hat seine Waffe gehoben. Bei einem Sith gehe ich kein Risiko ein. Euer Teil der Mission ist erfüllt. Mein Team hält in der Akademie die Stellung, während ich die Gemächer mit ein paar Technikspezialisten durchsuche. Nehmt die Daten und kehrt zu Colonel Darok zurück, solange der Weg frei ist. Das werde ich. Möge die Macht mit euch sein, Commander. Okay, ja, bist du immer noch da, wo du gegen den alten Mann gekämpft hast? Da ist auch der Ausgang. Ausgang zur Flotte. Mich verarschen? Das ist neben dem Ding, wo du die Daten runtergeladen hast. Das sieht aus wie eine kleine Rakete mit leuchtender Puppel oben drauf. Wow. Bin wieder ganz zurückgelaufen. Ich dachte, dieses Schiff wäre halt noch da. Und jetzt bin ich verpackt hier drin. Also ich brauche immer noch die Frage, wie komme ich wieder aus dem Flashpoint raus? Ich komme hier nicht raus, ich stecke fest. Das war mein Problem. Einfach beenden. Sterben lassen oder ausloggen. Ja, sterben lassen nicht, aber ausloggen dann. Da musst du aber den komplett neu machen. Ne, die Quest ist beendet. Ist egal, solange du den Ausgang nicht genutzt hast und du dich jetzt ausloggst, musst du den Glaube nochmal neu machen. Ja, nee, ich mach den zum vierten oder fünften Mal. Vergiss es. Hier sind die Daten aus den Gemächern des Rats des Sith Colonel. Was? Glückwunsch! Ihr habt eine ich hatte den ja schon mal angeboten, da meintest du, dass du auf Tatooine saßt. Das hatte ich ja falsch verstanden, da bin ich hier reingekommen. Da habe ich nur das erste Mal abgebrochen. Dann habe ich ihn irgendwann nochmal abgebrochen. Weil irgendwas ja, aber du hast abgebrochen, also nicht durchgespielt. Nein, aber ich habe ihn schon 4-5 Mal gestartet. Das allein reicht ja schon. Heute ist ein großartiger Tag. Wie lange wird es nach unserem Angriff auf Korriban dauern, bis die Republik gegen Drom und Kaas vorgehen kann? Das kann doch nicht angehen, dass ich hier jetzt ernsthaft feststecke. Wenn wir die Linien öffnen, die... Google mal bitte, es gibt einen Command, den du im Chat eingeben kannst, da wirst du ein paar Blöcke wegtippet. Ich hab schon. Das Imperium hat Typhon angegriffen. Isotop 5 Bomben, Stoßtrupps im Jedi-Tempel. Sie brauchen unsere Hilfe, sofort! Wie konnte das passieren? Wenn ihr helfen wollt, können wir das vielleicht herausfinden. Das ist doch wieder eine Riesenscheiße. Staffel Blau, Tankvorgang abschließen und sofort starten. Sollen sie 10 Schilder in Erinnerung sagen, da ist ein Ausgang. Unverletzt sind, neu ausrüsten und an Bord der Fähren gehen. Schade, nicht so. Sammelt alle Sensordaten, die wir haben und übermittelt sie den Streitkräften. Ich will, dass sie in 5 Minuten alle unterwegs sind. Los! Das kann kein Zufall sein.
Ich glaube nicht, dass es ratsam ist, blindlings anzugreifen. Das ist euer Zuhause, das angegriffen wird, Jedi. Über die Umstände könnt ihr euch später Gedanken machen. Das Imperium darf Tyson auf keinen Fall erobern. Wir dürfen nicht zögern. Punkt. Ich besorge alle Daten, die wir haben, und unterstütze euch auf eurem Weg. Viel Glück. Schön. Da geht's noch weiter. Natürlich geht's doch noch weiter. Hier Sanitätsrüde, komm, ich will ein bisschen was verkaufen. Melden Sie Ihre Beschwerden. Was ist das? Statue der alten Sklaven. Okay, Angriff, Kunden. Erstmal das hier alles vertickern. Ja. Was ist das? Modifier. Angriff 224. Alter, sind die schlecht. Darf ich tatsächlich das hier behalten? Beherrschung 313, Ausdauer 281. Welches davon ist besser? Ausdauer gibt Leben. Kommt das hier weg? Und das behalte ich? Das packe ich irgendwann in mein Lichtschwert rein. Wenn ich hier mal so einen Kacktisch finden würde. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Da lang muss ich. Ich hoffe, ich kann den auf Typhon jetzt benutzen. Palim, palim. Ah ja, aha, aha. Gucken, ob Typhon auch so dreckig ist. Feindliche Artillerie lässt keinen großflächigen Einsatz zu. Versuch das zu ändern. Wo bin ich? Wo muss ich hin? Da lang. Alter, die wollten mich abschießen. Die Schweinebacken. Nö. Okay, wenn du das sagst. Wenn du das sagst, Baby, dann ist es so. Der Brücke. Ja.
Gut, ich habe den Großen anvisiert. Warum auch nicht? Oh, das ist schon down. So. Und hier lang. Moment, B. Das habe ich wieder ganz vergessen. Plünder. Einmal du da. Dritten Grad, genau. Einmal du da. Und einmal du da. Da oben. Hui! Wie steht der hier noch? Hast du gesehen, Druide? So macht man das. Lichtschwertwurf, tot. Meine Güte. Möge die Macht ja mit uns sein. Ja, mit dir auch, Kira. Och komm, willst du mich verarschen? Boah, ey. Jetzt. Durchbricht die äußere Verteidigung. Wir blockieren unsere Anflugvektoren. Wenn ihr die Kommandoplattform erreicht, versucht sie von Feinden zu säubern und den Weg für Verstärkungen zu öffnen. Boah, das überlege ich mir noch, ob ich hier alles selber. Die sollen halt mal ein paar riesige Gegner schicken. Was ist denn das hier? Major Travik. Bist du ein richtiger Gegner? Alter, willst du mich verkacken, ey Mann? Die Abklingzeit dauert hier ein bisschen länger.
Modifier bekommen. Wow. So, mein Druide kämpft immer noch. So macht man das, Druide. Deaktiviere die Kraftfelder. Wo? Wo mache ich das? Da und mache ich das. Ach komm, ich helfe euch zweimal hier. So. Waren wir hier in der Ecke auf Typhon schon nochmal? Keine Ahnung, das sieht durch den Nebel auch ein bisschen anders aus. Ich glaube nicht. Sif Störenfried. Ich bin Jedi Eikfried. Alter, wie kommt man auf so einen Namen? Aber Störenfried. Das hört sich ja an, als ob der aus einer Ritterburg kommt. Die Bergfried ist. Kennst du das Wort nicht, Störenfried sein? Doch, kenne ich, aber. Nee, nicht in Star Wars. Das haben sie vielleicht auch einfach nur scheiße übersetzt. Also Sith Invasor? Ja. Hört sich besser an als Störenfried. Ei, ei, ei. Ja, nee, was ist denn das? Berserker. Okay. Also als Berserker rennst du weg, das ist aber nicht zum Zweck deines Namens. Gelände des Siedentempels. So, der Ike setzt sich jetzt hier hin und ruht sich eine Runde aus. Ich bin gleich wieder da, ich mach ein kurzes Päusle.